eats up script kiddies for breakfast, I heard. He drives the open source train and his currency is uptime. Please welcome with a very warm herzliches Willkommen für Julian und zu seinem Talk Serverinfrastruktur der globalen Rebellion. Hallo. Freue mich sehr, hier zu sein. Und das CCC ist auch immer toll. Zunächst einmal, ich bin kein repräsentativer Sprecher für Extinction Rebellion. Alles, was ich hier sage, sind einfach nur meine eigenen Sichtweisen. Also ich gebe euch einfach nur meine Perspektive des Ganzen. Was ihr hier seht, ist kann natürlich einfach nur assoziiert sein mit Extinction Rebellion, aber es ist einfach nur meine Perspektive. Und was ihr hier seht, ist das Aussterbenssymbol, das auch Extinction Rebellion verwendet. Extinction Rebellion wurde 2017 gegründet und das, was ich mache, ist halt, und was, das Problem, was wir halt haben, ist, wir sind in der sechsten Massenaussterben, was man halt hier auch in diesem Paper sieht, wo man sieht, dass wir ein massiv beschleunigtes Artensterben haben und dass wir halt in der sechsten Massenaussterbung sind. Und wir sehen halt, dass die globale Population von Fischen, Vögeln, aber auch Säugetieren halt massiv abnimmt und jeden Tag verlieren wir 150 Spezies, jeden Tag. Und einige sagen, sind über 200.000 Spezies im Jahr werden verloren. Und was bedeutet das eigentlich? Nun, wenn man jetzt so in die letzten 65 Millionen Jahre schaut, dann ist es so ungefähr so 1 bis 5 Spezies pro Jahr, die man normalerweise verliert. Und wir sehen halt, dass es ziemlich klar ist, dass wir jetzt wieder ein Massenaussterben haben und nicht nur ein natürliches Aussterben haben. Und wir sehen hier eine Studie, die im Prinzip die Entwicklung auf dem gesamten europäischen Kontinent beleuchtet. Und wir sehen, dass 3/4 weniger fliegende Insekten noch am Leben sind. Und wir brauchen diese Insekten eigentlich viel mehr, als sie uns brauchen. Und sie sind absolut essentiell und es ist wichtig, dass wir nicht noch mehr Insekten verlieren. Wir Menschen werden niemals das Ende der Insekten, Klimawandel ist eigentlich die größte Bedrohung für die vielen Spezies in dieser Welt. Natürlich gibt es ja verschiedene Faktoren. Ungefähr 37% verlieren wir aufgrund globaler Erwärmung. Und es ist aber auch so, dass diese globale Erwärmung durch unser Verhalten und auch unsere Zucht von Tieren begünstigt wird. Also hier haben wir ein Bild vom amazonischen Regenwald, wo halt Farmland geschaffen wird und wo dann natürlich die entsprechenden Waldflächen verloren gehen. Und es wird hauptsächlich benutzt, um Soja anzubauen, um Exporte zu befeuern, die dann in der westlichen Welt verkauft werden. Und das Ganze ist natürlich ein massiver, existenzieller, eine Bedrohung. Und naja, man muss leider sagen, das Abkommen von Paris ist leider gescheitert, weil wir sehen, die Projektion für die Erderwärmung zeigen, dass wir nicht die Ziele des Pariser Abkommens erreichen werden. Und wir sehen ja auch dieses Jahr die Feuer in Australien, wie massiv und wie gefährlich und wie schwer zu kontrollieren sie sind.
Und hier sehen wir halt die Projektion, wie es weitergeht, wenn wir den politischen Kurs nicht ändern. Und das wirklich Frustrierende ist, dass das alles wirklich passiert. Und es ist völlig unakzeptabel, dass das alles passiert. Man muss sich das halt alles vorstellen, auch wenn es halt schwer greifbar ist. Und ja, es passiert halt leider wirklich. Und wir gehen davon aus, dass Technologie uns nicht retten wird, was auch immer mehr der wissenschaftliche Konsensus wird. Und natürlich haben jetzt einige Leute die Idee, dass wir einfach das CO2 aus der Luft rausziehen könnten mit Technologie. Aber das Problem ist, die sind nicht mal dazu fähig, Gigatonnen rauszuziehen. Diese enormen Massen können nicht einfach beseitigt werden. Wir können einfach nicht auf Technologie alleine hoffen, um uns aus diesem Problem herauszuziehen. Als ich geboren wurde, war das CO2-Level global 412,15 ppm und naja, wir wissen halt, dass es ab 450 ppm, das bringt uns halt so ungefähr 2% mit 70% Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir es unter 2% lassen, wenn wir es schaffen, das unter 450 ppm zu halten, dann können wir halt die Erwärmung von mehr als 2% erreichen. Und hier seht ihr halt den Küstenverlauf, wenn wir halt die 2-Grad-Grenze nicht schaffen. Und hier seht ihr das gleiche nochmal für Shanghai, also wie halt der Meeresspiegel steigt aufgrund der Erwärmung. Und hier ist eine weitere wissenschaftliche Publikation, die halt beleuchtet, wie die zukünftige Entwicklung der Erde ablaufen wird. Wenn wir den 2-Grad-Erwärmungslinie überschreiten, was dann mit der Erde passiert und welche katastrophalen Folgen es haben wird. Und das Ganze ist dann eine Entwicklung, die nicht mehr zu stoppen ist. Eine Entwicklung, die dann nicht mehr rein Menschen geschaffen ist, sondern die sich selbst befeuert und einfach nicht mehr zu stoppen ist. Und wir würden einen wirklich komplett anderen Planeten dadurch haben. Und es sieht wirklich so aus, dass bevor dieses Jahrhundert zu Ende ist, dass das alles außer Kontrolle geraten wird, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass über den Zeitraum von Zehntausenden von Jahren eine Erwärmung von 4 Grad stattgefunden hat. Und das ist natürlich eine deutlich andere Zeitspanne als 150 Jahre. Und wir haben halt keine Zeit, so schnell anzupassen. Dieses Diagramm wurde für das Magazin New Scientist erschaffen. Und man sieht halt, dass viele Teile dieser Welt nicht mehr bewohnbar sind. Und also diese Zonen sind halt komplett weg. Wir können dort nichts mehr tun. Wir können dort nicht mehr leben, wenn die Erde sich um 4 Grad erwärmt. Es gab viele Diskussionen, was es für die menschliche Population bedeutet. Und es gibt halt und die am meisten angesehenen Wissenschaftler sagen halt, dass es höchstens ein paar tausend Leute geben würde, die in der Arktik überbleiben würden, wenn die Welt sich so entwickeln würde. Und das Problem ist natürlich auch, dass diese Konflikte, diese Entwicklung zu Krieg führen würden.
weil massiver Wassermangel herrscht. Und es ist natürlich schwer sich vorzustellen, aber es ist alles sehr wahrscheinlich. Wir werden wahrscheinlich Massenmigration haben, Kriege. Und das ist halt die Art und Weise, wie es sein wird. Das ist das, wo es hingeht. Aber jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber die Regierung wird das natürlich nicht zulassen. Aber das Problem ist, sie haben es soweit zugelassen und sie lassen es weiterhin zu. Ja, und naja, das ist dann die Reaktion, die man selber wahrscheinlich hat. Und dieser Künstler aus dem Vereinigten Königreich hat gesagt, so Hoffnung ohne Ehrlichkeit ist Verneinung oder Nicht-Anerkennung der Realität. Sie sagte halt, wir brauchen keine Hoffnung, wir brauchen Mut, weil Mut uns die Motivation gibt, Dinge zu tun, ohne davon sicher zu sein, dass es ein glückliches Ende gibt. Und dann hat Extinction Rebellion angefangen, öffentlich Proteste durchzuführen. Und die Wissenschaftler haben in ihrer zweiten Warnung an die Menschheit gesagt, wir sehen halt, dass durch Graswurzelbewegungen können die politische Starrheit überwunden werden und ein Wandel herbeigeführt werden. Und wir sehen halt, dass das viele Wissenschaftler sind, die das unterschrieben haben, von verschiedensten Ländern. Und es ist halt, wir sehen halt trotzdem, dass die Regierung nicht darauf reagiert, nicht mit diesen Wissenschaftlern redet. Und man kann das Ganze so betrachten, als wenn man eine seltene Krankheit hat. Und die Experten, die weltweiten Experten, so, und es gibt auch viele Nobelpreisträger, die ebenfalls das mit unterschrieben haben, die sagen halt, sie sagen, dass das halt alles extrem gefährlich ist, was da auf uns zukommt. Und jetzt stellt euch vor, dass es diese Krankheit gibt, die halt sehr selten ist. Und diese Weltexperten sagen dann halt, wir müssen was dagegen machen. Also wenn wir das Ganze nicht stoppen. Man kann natürlich auch so denken, dass unser Lebensraum davon betroffen ist. Wir können natürlich Wasser filtern, wir können das Ganze versuchen zu regulieren. Wir schauen das Ganze an, als wären das Essensvorkommen und die werden angegriffen. Und auf der Erde ist es punktual verteilt. Weil das ist, was passiert ist. Und was die Wissenschaftler sagen, ist, dass wir rebellieren müssen und unsere Regierung dazu zwingen müssen, was zu tun. Und wir können nicht so weitermachen wie bisher. Weil das Wichtige ist, dass man massive, wirklich schwarmmäßige zivilen Ungehorsam lebt. Wenn man sich jetzt anguckt, ziviler Ungehorsam war schon in der Vergangenheit erfolgreich, wenn man sich diese Liste anguckt in Südafrika. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und also wir haben das Ganze hat zum Beispiel in der Apartheid funktioniert, in Indien, natürlich auch in den USA mit dem Civil Rights Movement. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Also Extinction Rebellion ist halt die Ausprägung dieses zivilen Ungehorsams. Und wir versuchen, unseren zivilen Ungehorsam da reinzustecken, um Klimawandel zu verhindern. Und es hat am 21. Oktober in Großbritannien gestartet, mit einem Marsch zum Parlament, mit einer Deklaration einer Rebellion gegen das Parlament, weil das Parlament nichts gemacht hat und man hat deswegen einen Klimanotzustand erklärt. Und die haben tatsächlich das City Center blockiert, indem sie Brücken besetzt haben.
Und das Wichtige ist, dass es gibt keinen Führer. Es ist dezentralisiert, es ist internationalisiert, es wird nicht von der Großbritannien gesteuert, es ist nicht gewaltsam und es ist, dient vor allem dazu, unsere Regierung davon zu überzeugen, das Richtige zu machen und die Klimakrise anzugehen. Und ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, um euch so eine Idee zu geben, um euch zu zeigen, was zivile Ungehorsam in diesem Fall bedeutet. Also ich, genau, wir reden hier über Ressourcenvernichtung und wir haben jetzt ein paar Events, die sich also auf dieses Ressourcenminimierung beziehen. Hier seht ihr es. Okay, die haben ein Einkaufszentrum besetzt, Apple-Läden, es war generell relativ cool. Aber ihr fragt euch jetzt, warum ist das der einzige Ansatz, den man machen kann? Ich werde euch noch ein anderes Video zeigen mit einer anderen Strategie. Das Ganze kommt aus New York City, wo sie Times Square besetzen. Wie heißt denn das Video? Moment. Sorry, it's a bit cut off, isn't it? Oh well, whatever. Good to the floor, and his hands handcuffed, and my husband is also handcuffed.
And they're here today because they understand that the time frame for action is very, very short, and that this kind of nonviolent direct action is the only serious option we have to make a very significant, urgent change. And so they don't want to be arrested, but they volunteer to be arrested in order to see if we can make an impact. Anyway, you get the idea. Also, ihr versteht die Idee. Irgendwas stimmt nicht ganz mit meinem Render Buffer, aber egal. Also, wir haben drei Bedingungen. Es gibt mehrere Zweige, die andere Bedingungen haben. Es sind ungefähr 600 Zweige. Manche haben vier. Genau, und zum Beispiel in den USA haben sie vier, die von den Änderungen am meisten betroffen sind, aber die, das sind die großen drei. Also der Kern sind diese drei. Also die erste ist, dass die Regierungen die Wahrheit erzählen. Die zweite ist, dass man jetzt handeln muss und nicht erst in 10 Jahren, damit man den CO2-Ausstoß bis 2025 auf null reduzieren kann. Und das dritte ist, dass man über die Politik hinausgehen muss, dass man das Ganze mit den Bürgern besprechen muss und halt nicht nur in der Regierung. Und es funktioniert. Also es funktioniert wirklich großartig. Wenn man sich diese Karte anguckt, die man unter der URL findet, kann man sehen, dass es Staaten, Bezirke und sehen kann und Städte, die alle einen Klimanotstand ausgerufen haben. Ich kann keine einzige Karte finden, die es von vor April gibt. Nur in einem Jahr gab es einen riesigen Unterschied. Es ist natürlich nicht nur Extinction Rebellion, sondern auch Fridays for Future, die auf der Karte mit drauf sind. Die Top 25. Also das COP25-Konferenz im Dezember diesen Jahres war leider ein großes, ist leider nicht gut gelungen. Es gab halt viele wichtige Politiker, viele wichtige Klimawissenschaftler, leider auch viele Lobbyisten, die dann halt versucht haben, Klimapolitik zu machen, und es ist nichts dabei rausgekommen. Und ich möchte jetzt über die Infrastruktur, die technische Infrastruktur sprechen, die wir bei Extinction Rebellion haben. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir ein Above Ground Movement sind. Wir arbeiten offen. Wir sind offen mit dem, was wir tun. Und das ist natürlich auch und hier sieht man halt die Polizei in Großbritannien ist generell sehr nett dazu. Das lässt sich nicht so ganz exportieren ins Ausland. Ich werde darüber gleich reden. Es gibt zum Beispiel Basecamp in den USA und natürlich Google, die Kontakte teilen können. Aber es gab niemand, der das technische Wissen hatten oder die Idee von Operational Security, sich das irgendwie anders anzugucken. Deswegen haben sie das genommen, was sie halt hatten. Basecamp, Extinction Rebellion bricht Gesetze, und daher widerstößt es auch den AGBs von Basecamp, weil halt ziviler Ungehorsam halt gegen das Gesetz ist. Aber es gibt hier auch, welche Sicherheiten für die Daten gelten. Es wird wirklich viel um die Welt herum benutzt. Hier steht auch, dass Basecamp die Daten rausgeben wird, wenn irgendeine Regierung anfragt mit einem legalen Dokument, dass die Daten herausgegeben werden. Das ist halt wirklich komisch, wenn man sich vorstellt, dass das Ganze unter einem Trump und einer Trump-Regierung läuft, wo die Daten einfach rausgegeben werden. Das heißt, diese Daten sind dort unsicher. Am 3.11.2018
Letztes Jahr hat mein Partner hat die Extinction Rebellion in Frankreich geleitet und ich habe natürlich gedacht, sie brauchen einen direkten Server. Und in Frankreich will man seine Leute wirklich nicht irgendwelchen auf sozialen Netzwerken haben, weil so sieht es in Frankreich aus. Das ist in tatsächlich Paris auf einer Brücke, wo die Polizisten einfach vorbeilaufen, Sonnenbrillen runternehmen und Pfefferspray den Leuten ins Gesicht sprühen. Das ist Jugend fürs Klima, die protestieren. Wo einer im Hintergrund die französische Flagge dreht und sagt, es ist okay, du kannst die wirklich mit Pfefferspray einsprühen. Es ist halt ein ganz anderes Umfeld. Und ich habe versucht, sie möglichst schnell zum Laufen zu kriegen. Ich habe zum Beispiel meinen Server in Island gehostet, weil sie sehr gute Datenschutzgesetze haben. Und es ist natürlich keine der Five Eyes States. Wunderbar ist natürlich, die Energie kommt geothermal. Das heißt, wir nutzen dann Discos, um uns zu unterhalten. Und wir nutzen Nextcloud, damit wir von Google Drive wegkommen. Und wir nutzen OpenVPN, Festplattenverschlüsselung, Jitsi, um Videochats zu verschlüsseln. Und einen XML-Mail-Server und Apache als Webserver. Inzwischen das internationale Movement, die sich über die ganze Welt ausbreiten, nutzen Slack. Das ist aber wirklich problematisch. Aber was ist der Grund, warum sie zu Slack gegangen sind? Sie wollten halt über Slack das Skalierungsproblem lösen, weil es mehrere Teams sind. Und weil Slack den Vorteil hat, weil Slack erlaubt, mehrere Gruppen zu haben, die öffentlich und privat sind, und es ist halt nicht ein großer Gruppenchat. Slack wurde ausgewählt für diese teambasierte Struktur. Man kann darüber wunderbar chatten, es ist von überall erreichbar. Das Problem an Slack ist, dass die eine rassistische Infrastruktur haben. Also Slack hat sich freiwillig dazu entschieden, um Krimäer, Iran und Kuba zu blockieren. Einfach nur, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, dass Trump ihnen eine Rolex kauft. Es ist wirklich gestört, dass sie das überhaupt gemacht haben. Und ich finde das wirklich persönlich beleidigend. Ich werde mich nachher dafür entschuldigen. Es gab viele Leute, die angefangen haben, Google Docs zu nutzen für Kontaktdaten, um Kontaktdaten zu sammeln, um zu entscheiden, wer macht was in der ganzen Logistik. Und eine wirklich gealterte Organisation versucht natürlich, seine Kontakte zu schützen und seine Aktivisten. Und deswegen musste man da teilweise rausgehen, weil XR UK persönliche Daten gespeichert hat in Google Documents, also was halt bedeutet, die Polizei hat darauf Zugriff. Wenn man Öffentlichkeit erzwingt, schließt es Leute aus. Also wenn man natürlich ein bisschen nervös darüber ist, wegen der Polizei, wegen der Regierung, sich da teilzunehmen, deswegen ist Öffentlichkeit teilweise ein Problem, dann machen Leute nicht mit. Das Wichtige war jetzt, dass wir halt einen Community Hub haben. Und was waren unsere Kriterien dafür? Wir nutzen dafür nicht freie und öffentliche Software, natürlich nicht in der EU oder in einem der Five Eyes Staaten. Und natürlich wollen wir natürlich auch kein CO2 ausstoßen. Also nicht sowas wie CO2-Credits wie Google oder Amazon. Natürlich wollten wir Debian, vor allem weil ich das seit 2000 nutze. Und ich liebe Debian wirklich. If I start crying, you know why.
Wenn ich anfange zu heulen, liegt es nicht am Planet, dass der Planet stirbt, sondern weil ich Debian so liebe. Also, was ist halt eine missionswichtige Infrastruktur? Also, wenn man sich die globale Datencenter-Infrastruktur anguckt, produziert das 2% des CO2-Ausstoßes der Welt. Das ist ungefähr dieselbe Menge wie... das habe ich jetzt leider nicht verstanden, tut mir leid. Für organized.earth, das war die Domain, die wir uns ausgesucht haben, die wir tatsächlich vor 336 Tagen gekauft haben, haben wir uns für MetaMask entschieden. Das werde ich gleich erklären. Und wir haben uns als Datacenter Lite ausgesucht. Die nutzen als Energiequelle direkt Wasser, also Flüsse, und es fließt dann runter in Sammelbecken, und diese Sammelbecken produzieren dann Strom für das Datencenter. Es ist wunderbar verknüpft, die VMs sind schnell. Warum habe ich mich für MetaMask entschieden? Also wir mussten tausende von Leuten von Slack runterkriegen. Also die Geschwindigkeit war wirklich missionswichtig. Es gibt direkt einen Exportpfad von Slack zu MetaMask und es ist ein Teamchat, und was sie wirklich mussten. Es gibt ein gutes Frontend für alle Plattformen, also egal für Android oder iOS oder auf dem Desktop. Man kann wunderbar aber auch Links teilen, um Leute in Chats einzuladen. Wenn er komprimiert ist, generieren wir einfach neuen und weiter geht's. Es gibt wunderbare Admin-Funktionen. Es gibt man kann ganz leicht einsteigen. Es ist wirklich einfach zu betreiben. Und ein Finne hat zum Beispiel für den ganzen Server gezahlt. Und das Wunderbare, es funktioniert wunderbar, also es skaliert wunderbar. Wir haben da 20.000 Nutzer drauf und Organized.earth hat MetaMask gerade mal 30% von einem Kern ausgenutzt. MetaMask haben gesagt, nutzen wir für Chat, für alles andere nutzen wir Wire oder Signal. Und jetzt haben wir 475 Teams, teilweise national, teilweise lokal, die auf MetaMask sind. Warum haben wir uns nicht für Riot oder Matrix entschieden, also Synapse? Also im Dezember 2018 war das noch nicht wirklich reif. Die UI war halt ein bisschen anstrengend und es skaliert halt nicht so gut. Es war nichts, wo ich mir sicher war, dass da 100.000 Leute draufpassen. Weil auf meinem Home-Server-Setup hat das nicht so gut funktioniert. Die Device-Verifikation hat Leuten Angst gemacht, weil ein Großteil der Rebellen ein Großteil der Leute sind nämlich eher Google-Nutzer, die nach einem Link gucken würden und mit sowas nicht vertraut sind. Das nächste Problem war, dass es keinen Markdown unterstützt. Weil wenn ich Listen habe, will man Markdown haben, ansonsten kann man das eigentlich nicht nutzen. Kann sein, dass Metadaten leider durch die Federation geteilt werden. Das haben sie auch tatsächlich auf Reddit gesagt. Sie haben sogar gesagt, dass sie das nicht fixen werden, weil sie eine einheitliche Nutzererfahrung haben. Sie wollten eine einheitliche Nutzererfahrung über die ganze System haben. Und ich hätte gerne Zero Knowledge Tools genommen. Aber da wir schon gesagt haben, wir nutzen Wire und Signal für alles Sensitive und den Rest für das andere, haben wir praktisch dasselbe erreicht durch diese Regeln. Und das Ganze ist wichtig, dass das alles verschlüsselt ist.
Also wir sind halt wieder am Anfang und Organize Earth ist stark gewachsen. Also wir haben noch weitere Dienste. Wir haben jetzt Cloud Storage, alternativ zu Google Drive. Wir haben verschiedene Kollaborationstools. Wir haben Etherpad im Einsatz, was sehr stark benutzt wird. Und naja, das Ding ist, Meet ersetzt Zoom leider noch nicht wirklich. Aber wir hoffen, dass sich das nochmal verbessert. Wir haben auch GitLab, was auch sehr erfolgreich war für uns. Also wir haben unsere eigene Instanz. Und es ist... Und es ist auch interessant zu sehen, dass viele Leute dann auch sagen, so, sie können Sachen mit unserem GitLab machen, was sie halt nicht auf GitHub machen können, weil sie Sorge haben, dass wenn sie halt Code pushen zu GitHub, dass das legale Konsequenzen haben kann. Wir haben Discourse, welches unsere Forum-Software ist, welches jetzt nicht unbedingt so stark im internationalen Bereich benutzt wird, aber halt bei den einzelnen Zweigen wird es doch relativ stark benutzt. Und es ist halt echt nett. Und Signal ersetzt halt Skype und wir haben halt auch PeerTube und Mastodon als andere Alternativen für Twitter und YouTube. Und unser Backend ist natürlich Debian, was sonst? Wir haben Verschlüsselung, AES-XTS und wir haben auch Firewalls, Fail-to-Ban, UFW und eigene IP-Tables regeln. Wir verwenden Snort für Einbruchserkennung. Und ich mag gerne Duplizierung für Backups, um Daten sicher zu sichern. Und wir brauchen halt auch Backups von großen Datenbanken. Man kann die Datenbank nicht einfach runternehmen und dann Dump machen, das dauert viel zu lange. Ich musste halt optimieren und die Leistungsfähigkeit zu bekommen, die wir brauchen und auch um zum Beispiel jetzt MetaMask schnell genug machen. Wir unterstützen halt Level 3 Protokoll IPv4 und V6. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass IPv6 nicht so problematisch werden sollte, aber es hat einige Probleme gegeben. Und natürlich gibt es einige Herausforderungen, was Plattformen angeht. Ja, Jitsi Meet ist leider nicht so gut wie Zoom. Also Zoom ist einfach performanter, hat eine bessere Übertragungs- oder Qualitätsrate bei gleicher Datenübertragungsrate. Und ja, die Nutzer wollen halt gerne einen hochwertigen Call haben. Und die Leute benutzen das halt nicht, wenn es nicht gut genug ist. Und ja, Jitsi Meet ist leider nicht gut genug. Dann gibt es halt noch OnlyOffice. Also wenn man nicht 6.000 im Jahr zahlen will, dann ist es auch nicht so gut wie Google Docs. Und das Gute, zumindest ist es so, dass bei Nextcloud, dass die Textverarbeitung eine gewisse, also gleichzeitiges Editieren ermöglicht, aber wir verwenden halt auch Etherpad, was auch schade ist, dass halt in unserer Chat-Anwendung MetaMask nicht so wirklich gute administrative Einstellungen möglich sind, auch wenn wir die Instanz selber laufen lassen auf unseren Servern. Und ich muss dann halt wirklich in die Konsole gehen und da dann Dinge tun, wie Sachen tun, wie die GDPR, also zu befolgen, also die Datenschutzgrundverordnung.
Und das Problem ist natürlich auch, dass die nicht-technischen Nutzer gewisse Erwartungen haben. Zum Beispiel jetzt ein einheitliches Login für alle Plattformen. Und das ist halt schwer zu betreiben. Also zumindest MetaMost kann halt OAuth. Und nun ja, wir haben halt jetzt im Laufe der Zeit mehrere Dienste. Also wir haben jetzt auch für die einzelnen Zweige von XA eine Plattform definiert, die dann jeder nationale Zweig nutzen kann. Wir haben dann es gibt ein paar sehr talentierte Entwickler aus Brüssel und wir werden Rebel Manager über die ganze Organisation ausrollen. Es ist wirklich schick. Hier sieht man die Branches, wo wir es tatsächlich deployed haben. Und es kommen natürlich noch sehr viele mehr, der komplett unabhängig von Organizer.earth, also die werden selbst administriert, die Admins werden trainiert und dann schmeißt man Schalter und ab da sind es die Admins alleine. Für 2020, was sind die Pläne? Wir wollen einen MetaMost Wire in MetaMost integrieren. Also das würden wir gerne sehen und da hoffen wir, dass die Rebel Coders ein bisschen was machen. Und also wir wollen wirklich einen Add-on haben, dass wir da auf ein paar Leute klicken können und dann landet es in dem Wire-Chat. Wir wollen natürlich auch besser die Leute administrieren. Also wir möchten auch das Ganze dann gerne federieren, damit man MetaMost besser federieren kann, weil MetaMost kostet $3 pro Nutzer. Bei den Nutzerzahlen ist es unmöglich, das zu zahlen. Deswegen können wir uns die nicht leisten. Deswegen haben wir einen Fork von MetaMost und hoffen, dass wir das machen. Wir möchten Jitsi Meet neu machen. Wir wollen eine OAuth-Wall bauen, um unsere Sachen zu schützen. Und wir möchten natürlich noch das Ganze aufzeichnen können. Wir werden niemals einen Browser installieren auf einem Server. Deswegen funktioniert das nicht sauber mit Jitsi. Das ist einfach falsch und wir möchten gerne die Bandbreite noch optimieren. Wir möchten mit Rebel Manager Action Network ersetzen und wir möchten einen Mitglieder-Dashboard haben und wir möchten co-locaten. Wir gucken an andere Datencenter und wir haben leider das Problem, dass man Crypto-Keys aus dem RAM klauen kann. Deswegen müssen wir da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und wir gucken da halt nach ein paar dedizierten Servern, wo wir den RAM mit Epoxy in den Server kleben, dann ist das sicher. Wir möchten natürlich gerne einen Schweizer VPN für die gesamte Bewegung haben. Und ich würde mich gerne noch obsolet machen, also ich möchte, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Und ich würde gerne nur noch als Berater dabei sein. Aber es ist jetzt Zeit für Techies endlich auch aufzustehen und zu rebellieren. Es gibt keine Aktion ohne Infrastruktur. Wir brauchen massive Deployments. Wir müssen das wirklich weit verteilen. Wir brauchen Plätze, wo Leute arbeiten können und das Ganze auch sicher arbeiten können. SysOps, DevOps, Frontend-Entwickler. Wenn ihr eine Stunde pro Woche habt oder mehrere Stunden pro Tag für eine Bewegung, die man am besten damit beschreiben kann, was die größte Herausforderung für uns als Menschheit ist und der wir ins Gesicht schauen,
wäre das wirklich klasse. Also denke ich, dass jeder eine Stunde oder ein bisschen Geld reinschmeißen kann, um dass man da was machen kann. Dass man da was bei Friday for Futures macht und nicht unbedingt bei Extinction Rebellion. Also sucht es euch aus. Aber wenn es euch interessiert und ihr mitmachen wollt, hier könnt ihr auf der gibt es die Rebellion.global Webseite. Schaut nach, besorgt euch eine Einladung für MetaMouse und dann sehen wir uns da. Und es gibt eine andere Möglichkeit, wie diese Klimakrise ausgehen kann. Vielen Dank. So, hallo Leute, das war die Übersetzung mit ScriptKiddy und Jörn. Ich muss jetzt noch kurz den Outro-Text suchen, tut mir sehr leid. Genau, das war die deutsche Übersetzung von The server infrastructure for the global rebellion. Also die Serverinfrastruktur für die globale Rebellion. Am 36C3. Wir haben uns schon verabschiedet. Wir würden uns über Feedback freuen. Meldet euch einfach unter Hashtag C3T auf Twitter. Vielen Dank. Und jetzt kommen die Fragen. Zunächst einmal die Frage: Wie gibst du das Passwort ein für die Verschlüsselung? Und man muss sich die Datenpartitionen angucken, die verschlüsselt sind, und dann verschlüsselt man halt das Root-Dateisystem nicht, und weil wir die Flexibilität nicht haben, dass wir dorthin können. Deswegen verschlüsseln wir nur die Datenvolumen, und deswegen gehen wir halt davon aus, wir haben einen AES-Schlüssel für die Partition und dann loggen wir uns über VPN ein, nutzen SSH und geben das Passwort ein und mounten das Ganze dann. Es ist nicht ideal, aber das ist das, was wir machen können an dem Punkt. And the next question from microphone number two. Hello, first of all, thank you so much. Vielen Dank für all die Arbeit, die du geleistet hast. My question is, what measures have you taken to protect yourself against the case where, for example, your home is raided by was hast du selber unternommen, um dich selber zu schützen, für den Fall zum Beispiel, dass dein Zuhause durchsucht wird von staatlichen Stellen etc.? Ist das gerade Social Engineering? Ich bin wirklich vorsichtig bei solchen Sachen. Und alle Admins, also es gibt 30 Admins über die ganzen Zweige. Wir haben da sehr strikte Prozesse im Griff. Wir haben redundante Backups. Wir checken unsere Wohnungen. Das Ganze läuft bei mir auf einem ThinkPad X220 und ich habe allen Admins beigebracht, dass man das Ganze kauft, weil wenn die Polizei kommt, kann man einfach kurz schnell hinten die Batterie rausziehen und aus ist es. Weil in so Ländern wie Brasilien wird das wirklich wichtig. Es gibt da einfach ein paar Routinen, die ich halt mache. Wenn ich rausgehe, mache ich mein Laptop aus. Ich benutze KeyPass. Die ganzen Handys sind auch verschlüsselt. Und die Dateisysteme natürlich auch. Wir müssen halt das machen, was wir machen können. Es gibt da leider keine perfekte Lösung, aber wir versuchen das so gut wie möglich zu machen und Sicherheit zu gewährleisten, weil wir wirklich, wirklich Leute haben, die wir gefährden, wenn wir da unvorsichtig sind. Und es ist zum Beispiel verboten, dass unsere Admins zu Aktionen gehen, weil es halt zu gefährlich ist. Es gibt auch eine Liste, die wir den Leuten erklären, zu den Admins. Und wir geben ihnen auch eine Liste mit, damit sie zum Beispiel müsst ihr euer Passwort rausgeben. Und da geben wir ihnen halt Antworten, um den Admins die Rechte beizubringen. Und man kann, wenn man das nicht möchte, dass einem das passiert, dann mach vielleicht nicht Sysadmin. Es gibt da halt echt viele Sachen und natürlich kann es nicht generalisieren über die ganze Erde, weil es halt echt unterschiedliche Länder sind mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Gesetzen. Thank you. And the internet has another question.
how do you keep your community of, as you explained, mostly non-technical people on your geeky and decentralized solution as it grows? Wie schaffst du es, deine Leute, die halt größtenteils nicht technisch sind, die Software auch zu nutzen? Es ist eine der Sachen, die einer der Gründe gesagt hat, also zum Beispiel, wenn der irgendwas Merkwürdiges oder Komisches sagt. Wir haben natürlich Leute verloren, aber die Anzahl der Leute wächst. Und wenn wir so weiter wachsen, sind es 400 bis 500 neue Leute am Tag. Und wenn wir jeden Brunch, also 3 bis 4 Monate, dann kann sich ein Branch selber öffnen. Also Mattermost funktioniert wunderbar, es ist gar nicht so technisch und Discourse funktioniert auch wunderbar und die Leute kommen damit klar. Wir nutzen Discourse natürlich intern und es gibt natürlich auch große Firmen, die das einfach nutzen, intern. Es ist halt wirklich eine Diskussionsforumlösung, die für nicht-technische Leute gemacht ist. Also, wo man da ein paar Leute verliert, ist natürlich, wenn man anfängt, über ein VPN zu reden. Und da muss man aber ein bisschen an der Kultur arbeiten, dass man davon wegkommt und dass die Leute akzeptieren. Hi there. So you talked a lot about your communication infrastructure. Du hast viel über die Kommunikationsinfrastruktur gesprochen, aber wie sieht es mit der finanziellen Infrastruktur aus? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil die Zweige sich unterschiedlich finanzieren. Wir kriegen zum Beispiel also viel Geld wurde in der UK gemanagt und jetzt ist es im internationalen Support-Team. Es ist eine multinationale Gruppe da gibt es eine eigene Gruppe in Extinction Rebellion, die sich um das finanzieren kümmern. Also, wenn man da jemand Geld gibt, wird es dann über die Bewegung verteilt, da wo es benötigt wird. Es ist aber immer noch sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in Deutschland spendet man zum Beispiel Geld an das globale Movement und dann kommt es wieder zurück nach Deutschland. Es ist immer eine Lösung, die man halt neu, also immer im Moment macht. Und es gibt da aber halt, es gibt da viele Banken, die da hinterher sind. Und man muss halt wirklich vorsichtig sein, wo ist der Bankaccount? Aber ich denke, das wird sich aber in Zukunft noch ein bisschen ändern. Aber ich weiß nicht ganz so viel über die Finanzen. Thank you. Microphone number 3, please. Hi. A lot of people find it very hard to go from discontent to dissent. Viele Leute finden es schwierig, von Unzufriedenheit zu diesen Aktionen zu gehen. Was könnte man tun, um diese Einstiegsschwelle zu reduzieren? Wenn man jetzt zum Beispiel 100 Leute pro Tag neu kriegen könnte, also je niedriger diese Schwelle ist, diese Einstiegsschwelle, desto mehr Leute würde man wahrscheinlich auch kriegen. Also könnte man eventuell ein Ein-Klick-System schaffen, wo Leute es wirklich sehr einfach haben, teilzunehmen. Also das gibt schon. Es gibt den globalen Hub, wo sich halt Leute austauschen, aber die einzelnen Zweige handhaben das selber. Es gibt da natürlich noch Möglichkeiten, das zu optimieren. Es geht bei so Sachen los wie wähle ich Passwörter aus? Also wir haben da sehr strikte Einstellungen und da gibt es natürlich Leute, die ärgern sich darüber, die damit nicht so ganz klarkommen. Also da müssen wir noch wirklich den optimalen Punkt finden. Und dann gibt es halt so Leute, die vergessen haben oder die vergessen, ihr Handy auszumachen, nachdem sie es
nachdem sie sich in die Krypto eingeloggt haben. Und das Problem ist zum Beispiel, dass man dann mit Face-Login sich da einloggen kann, was zum Beispiel in Großbritannien passiert ist. Und so kommt man dann an Passwörter, VPN-Keys. Aber also, da müssen wir halt wirklich so einen Punkt finden, wo wir den Leuten beibringen, warum wir diese Plattformen benutzen und warum wir sichere Passwörter brauchen. Aber es ist ein Prozess, der noch sich entwickelt. Eine Frage aus dem Internet. Why did you think it was necessary to set up new infrastructure instead of using other radical tech infrastructures like? Warum denkst du, dass es notwendig war, eine neue Infrastruktur zu schaffen, auch wenn es schon bestehende RiseUp-Infrastruktur gab? Also RiseUp hatte seine eigenen Probleme. Wir wollten für eine Infrastruktur gehen, wo wir legal dafür verantwortlich sein können. Also wenn wir wenn da Attacken drauf passieren, haben wir legal den besseren Standpunkt, dagegen vorzugehen. Und es war zum Beispiel, also es hing auch von dem Moment ab, wo wir das gemacht haben. Zum Beispiel für Schweizer Datencenter bedeutet es, dass man das Gesetz in der Schweiz verletzen muss, bevor man da überhaupt anfragen kann. Und das muss durch ein Gericht gehen. Und das ist halt ein echt cooler Platz, um dort seine Daten zu haben, weil es halt wirklich schwer daran kommt. Und RiseUp kann das in dieser Komplexität nicht bieten. Meine Frage wurde zum Teil schon beantwortet. Gibt es irgendwelche Gemeinschaften oder Organisationen, wo man Sachen spenden kann? Also könntest du auch vielleicht ein bisschen über die Kosten sprechen, die du so hast mit der Infrastruktur? Wie bekommst du Geld? Ich habe die ganze Infrastruktur ohne einen einzigen Cent installiert und ich sehe auch jetzt gerade sehr wenig Geld, aber das haben wir erst angefangen, nachdem ich durch meine ganzen Ersparnisse durch bin. Und ich habe mich da finanziell leider ein bisschen ruiniert. Und erst seitdem habe ich einen ganz kleinen Teil, den Extension Rebellion zahlt. Ich mache damit wirklich sehr wenig Geld und ich habe mich entschieden, ich möchte das machen. Es zahlt ein bisschen meine Lebenskosten, aber es war eigentlich kostenlos für die Bewegung. Thank you for that offer. Pleasure. Vielen Dank dafür. Mikro 2. Du hast bereits erwähnt, dass die Partitionen verschlüsselt sind. Hast du weitere OPSEC-Maßnahmen, zum Beispiel, wenn das Datenzentrum durchsucht wird? Ich habe da nichts dafür, weil das ein Verfassungsbruch in der Schweiz wäre. Es gibt ein paar Maßnahmen, die es gibt, wenn die Server ausgemacht werden, aber ich kann darüber nicht reden. Weil sonst könnte man. Aber es gibt ja Möglichkeiten dafür, wenn der Server ausgeschaltet wird. Eine Frage aus dem Internet. Teilst du deine DevOps-Rezepte, insbesondere? War es schwer, Signal und Wire aufzusetzen? Also Signal und war nicht so schwer aufzusetzen. Also das kann daran liegen, dass ich das vorhin mit Wire erwähnt hatte, aber da bin ich im Gesprächen mit den Wire-Leuten, dass wir da unseren eigenen Server laufen haben können. Und wir möchten das gerne in der Bewegung benutzen. Aber ich denke, dass Wire und Signal für den Endnutzer das Installieren ganz einfach ist. Also Signal hat ein paar Probleme mit der Phonnummererkennung. Also Phonnummern sind praktisch sowas wie Nummernschildern, aber
Wire hängt davon nicht ab. Aber sofern, wie ich die Pläne kenne, als Teil meiner Eigenausmusterung, will ich da eine komplette Dokumentation schreiben, wie er diesen Server installiert und so, dass man das hier jemand übergeben kann, der das aufsetzt und die Person ist tatsächlich deutsch und sehr intelligent, aber ich werde das irgendwann mal veröffentlichen, aber im Moment ist es gerade ich, der die Deployments macht. Und ja, ich werde das aber klären, wie sie es hinkriegen werden, dieses Schiff sich in den Hafen zu bringen. Okay, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Aufruf zum Mitmachen. Mikrofon Nummer 2. Ist der MetaMost-Code zugänglich? Ja, natürlich. Wir haben es erst Mitte des Jahres gestartet. Es ist Staging, noch nicht Production-ready. Ja, also es wird wahrscheinlich wunderbar. Es wird wunderbar für die Community sein. Es ist sowas Schönes, das nicht Slack ist. Also wenn wirklich was wachsen sehen will, ist MetaMouse wirklich so der optimale Punkt für Teamchats. Thank you. Microphone number 3, please. Why no digital civil disobedience? Warum keine digitale zivile Ungehorsamkeit? Darüber kann ich natürlich nicht reden, aber ich bin da sehr enthusiastisch drüber und ich habe das in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber elektronische zivile Ungehorsam ist liegt mir wirklich am Herzen, aber ich kann darüber nicht wirklich reden. So sad. Microphone number 2, please. You're running a lot of services with user textures. What is the worst that could happen should your infrastructure get compromised? Du lässt viele Server laufen mit viel Attack, Angriffsfläche. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn deine Infrastruktur kompromittiert wird? Also die Server der Zweige sind komplett dezentralisiert. Ich hoffe, dass da nichts kompromittiert wird, aber wenn es kompromittiert wird, und ich hätte nicht die Möglichkeit, und ich könnte den Server nicht ausschalten oder irgendwas davor, dann hätten die Leute Zugriff auf große E-Mail-Listen, dann hat es noch Datenbanken, die verschlüsselt sind, aber wenn jemand aber einen Root-Zugang hat oder den bekommen kann, kann er dieses auch entschlüsseln. Dann gibt es aber nichts, was wir dagegen tun können. Wenn wir in 2020 herausfinden, dass wir da einen verschlüsselt standardmäßig haben und wir perfekte Vorverschlüsselung machen können, mit Omimo, was wunderbar mit sechsstelligen Benutzeranzahlen funktioniert, dann werden wir daraufhin umstellen. Aber im Moment nutzen wir MetaMost für den Teamchat und wenn irgendwas wichtig ist, nutzen wir Signal und Wire. Das ist, wie unsere Bewegung gerade funktioniert. Vielen Dank. Leider haben wir keine Zeit mehr für Fragen. Bist du bereit, Fragen nach dem Talk zu beantworten? Natürlich. Also, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr einfach mit Julian nach dem Vortrag sprechen. Julian Oliver, vielen, vielen Dank für deinen tollen Talk. Thank you.